sinnvoller. Amen. So, jetzt geben wir Gas. Wir starten in das Thema Schatten im Blick von der Sehnsucht nach Licht. Und ich möchte mit euch einsteigen mit einem Zitat von Klaus Douglas. Der hat gesagt, Weihnachten ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Fest auf uns so einen Zauber ausübt, weil es unsere drei größten Sehnsüchte berührt. Wir haben leider jetzt nicht die Zeit, dass wir das machen können, aber es wäre interessant, wenn ich jetzt, bevor ich dieses Zitat gelesen habe, euch gefragt hätte, was euch in eurem Leben am wichtigsten wäre. Klar, da wäre noch Gesundheit gekommen, aber das kommt ja in den Bereich Leben hinein. Ich glaube, dass bei uns allen wären diese drei Werte ziemlich weit oben gestanden, wenn nicht sogar ganz oben. Und wenn man mal überlegt, dass das Gegenteil von Licht und von Leben und von Liebe Dunkelheit ist zum Beispiel. Und Dunkelheit ist etwas Beängstigendes, etwas Furchterregendes. Das Gegenteil von Leben, alles was Leben raubt und wegstiehlt. Das Gegenteil von Liebe, kalt und lieblos. Das sind eigentlich doch Dinge, gehe ich mal davon aus, die niemand von uns so erleben will oder im Leben haben will, oder? Wir schreiben den 22. März 1832. Es ist der Todestag von Johann Wolfgang von Goethe. Der war einer unserer berühmtesten Dichter, auch Naturwissenschaftler. Und seine letzten Worte sind folgendermaßen überliefert. Es gibt ja übrigens im Internet eine Aufzählung von berühmten Menschen und ihre letzten Worte. Finde ich total interessant. Und Goethe hat gesagt oder wurde so überliefert, mehr Licht. Und viele Jahre später hat Fritz Fleischer, ein Maler, es folgendermaßen dargestellt. Ich glaube, man könnte es sehen. Könnt auch sehen, so diesen Lichtkegel, der auf den sterbenden Goethe fällt. Und es gibt Experten, die sagen, das ist, hat nichts Besonderes zu bedeuten, diese Aussage, mehr Licht. Der wollte eigentlich nur, dass der Fensterladen weiter aufgemacht wird. Und andere, die sind so philosophisch drauf und sagen, ja, da ist schon was Tieferes hinten dran. Aber es ist egal. Für mich ist dieser Ausspruch, wenn ihn Goethe so gemacht hat, mehr Licht, ist bezeichnend. Denn wisst ihr was? Wenn Menschen an der Schwelle des Todes stehen, da wird es so richtig brutal offenbar, dieser Kampf um Leben. Dieser Kampf um Licht, bevor ich in die Dunkelheit gehe. Dieser Kampf um Liebe. Was wird mich auf der anderen Seite erreichen? Wisst ihr, wir können heute über dieses Thema Licht und Liebe und Leben können wir philosophieren und können als Christen kennen wir diese Vokabel gut und können dann sagen, ja wunderbar, schön, das gehört zu Weihnachten. Aber nochmal, das ist so wichtig. Ich glaube, dass es elementar für jeden von uns wichtig ist, dass wir dieses wahre Leben in uns spüren, oder? Dass wir nicht vom Licht irgendwie philosophisch reden, sondern, hey, haben wir es nicht gehört am Anfang, dass es so wichtig ist, dass wir in diesen Zeiten Orientierung haben, Licht haben, Durchblick haben? Geht es euch nicht so? Und wer wünscht sich nicht Liebe und Annahme? Also das sind wirklich wichtige Dinge. Ich will hier nicht rumphilosophieren, sondern ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und auch, trotzdem, und das ist halt auch, wie wir die Welt wahrnehmen, diese drei Werte sind Mangelware, wenn wir ehrlich sind in unserer Welt. Es ist wie eine knappe Ressource. Es gibt nicht so viel Licht. Es gibt nicht so viel wahres Leben, pures, erfüllendes Leben. Und es ist auch begrenzt mit Liebe, oder?
mein Handyvertrag, der läuft morgen aus. Und ich habe gedacht so, hey, am Black Friday, gute Chance, gute Möglichkeit, geh mal in so einen großen Elektromarkt, ich sage jetzt keine Marke hier, geh mal dahin und da kannst du vielleicht einen neuen Vertrag bekommen und ein neues Handy. Und wisst ihr, was der Hammer war? Das habe ich in all den Jahren, wo ich jetzt Handy habe, noch nie erlebt. Wo ich gefragt habe, ich war in mehreren Märkten, wo ich gefragt habe, ob dieses Handy oder das andere Handy da ist, haben sie alle gesagt, nein. Und wir wissen auch nicht, wann es kommt. Dann habe ich gedacht, naja, gut, dass Amazon gibt und Internet und so weiter, habe da geguckt. Aber genau dasselbe Spiel, da gehst du auf die Seite, dann steht vermutliche Lieferzeit Februar, vermutliche Lieferzeit Dezember irgendwann. Und wir wissen, warum das so ist. Das ist, weil die Mikrochips verknappt sind. Ich habe das mitbekommen, da war eine Frau, ein Ehepaar beim Black Friday und die großen Märkte, die machen ja Werbung, ja, die haben das in ihrem Prospekt reingeschrieben, diese und dieser Staubsauger ist in der Werbung. Und ich habe es zufällig mitbekommen, da war dann ein Ehepaar, die wollten von dem Verkäufer, genau den wollen wir, der in der Werbung ist. Und er sagt, den können wir schon 10 Wochen nicht liefern. Ja, warum ist denn der in der Werbung? Kann ich den anderen haben? Nee, den können wir auch nicht liefern. Und immer haben sie gesagt, es ist diese Knappheit an diesen Mikrochips. Und mal ganz ehrlich, ein Handy, das ich nicht kaufen kann, das ist ein Luxusproblem. Einen bestimmten Staubsauger, den ich in 10 Wochen erst bekomme, das ist nicht tragisch, oder? Und ein neues Auto, bei denen, die neue Autos kaufen, die erleben auch ihr blaues Wunder. Da wartest du nicht mal wie früher mal 4, 5, 6 Wochen oder mal 2 Monate. Jetzt geht es schon ein Jahr mit manchen Autos, wo man warten muss. Auch das ist keine Tragödie. Aber wie ist es denn, wenn in dieser Welt Licht und Liebe und Leben fehlen. Das ist eine Tragödie, oder? Wie ist es denn in deinem Leben, wenn Licht und Leben und Liebe knapp sind? Und Weihnachten, das ist das Geniale für mich, das erinnert uns, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und genau das gebracht hat. Das wissen wir. Ich glaube, dass die allermeisten heute, die zuhören oder hier sind, Christen sind. Ihr wisst es. Und jetzt können wir jammern und können sagen, oh, die Welt, diese Ressourcen, diese 3 Ressourcen sind so knapp. Aber hast du gewusst, dass wir etwas Entscheidendes dazu beitragen können, dass der Verknappung entgegengewirkt wird? Habt ihr das gewusst? Guck mal in Matthäus 5, Vers 14. Bis 16. Die Franzi hat darüber gepredigt, genial, und ich nehme den Vers nochmal. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ich provoziere jetzt nicht Jesus hier. Du bist das Licht der Welt. Amen. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie es sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wir können jetzt jammern, dass Licht und Liebe und Leben knapp sind in dieser Welt. Oder wir können es vergeistlich sehen und können sagen, oh Gott sei Dank Weihnachten und Jesus ist gekommen. Aber das entscheidend Wichtige, Leute, ist dieses.
da möchte ich uns aus unserer Komfortzone rausholen. Du bist Licht. Du bist Christ, damit du Leben bringen kannst für andere. Wenn du nicht anderen Leben bringst, dann gehst du an deiner Berufung vorbei. Wenn du nicht Liebe zu anderen bringen kannst, wenn du das nicht geerdet bekommst und es ist nur eine philosophische Größe, dann lebst du an deiner Berufung vorbei. Jesus hat es abgegeben und sagt, ihr seid das Licht jetzt. Ich bin irgendwann nicht mehr da. Ihr seid das Licht. Und wenn wir jammern, es ist knapp, dann kann es vielleicht daran liegen, dass wir das nicht ernst nehmen, auch für unser eigenes Leben. Und ich möchte nochmal fragen heute, ich möchte es wirklich durchbrechen, dieses gewohnheitsgemäße Hören von der Predigt, ja, Licht und Liebe und Leben ist eine schöne Adventspredigt, sondern die Challenge für dich und für mich heute Morgen ist die, wo ist denn dieses wahre Leben in dir? Wo ist denn diese Liebe in dir und mir? Und wo ist denn dieses Licht? Denn wenn es nicht in dir stark ist, wo wird es dann für andere sein? Amen. Und wenn du sagst, oh Gott, jetzt bin ich in den Orkan geraten, geistlich, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir schauen mal an in der Bibel, in einer Geschichte, die eigentlich so gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, wie eine Frau, die wirklich Dunkelheit in ihrem Leben gekannt hat, wie diese Frau transformiert worden ist durch das Licht. Wollen wir mal gucken? Also wir bleiben hier nicht beim, schon gar nicht beim Schimpfen, wir schimpfen nicht, aber ich möchte uns ein bisschen rauskitzeln heute Morgen. Amen. Johannes 4, Vers 4 bis 7. Eine uralte Geschichte, die ich auch schon hunderte Male gelesen habe und gepredigt wurde drüber und so weiter. Aber ich möchte euch mit reinnehmen, Johannes 4, Vers 4 bis 7. Jesus, sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befindet sich der Jakobsbrunnen. Übrigens heute noch, diese Stadt heißt nicht mehr Sychar, sondern Askar. Und die ist im Westjordanland. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Das ist eigentlich lustig in der Geschichte, denn an Licht mangelt es nicht, ganz und gar nicht. Denn diese Frau kommt zum Brunnen um 12 Uhr mittags. Westjordanland, 12 Uhr mittags, es ist brütend heiß und die Sonne steht am höchsten. Das mehr Licht geht nicht. Aber was mich berührt hat an der Geschichte ist, wenn man darüber nachdenkt, die Frau kommt zu einer Uhrzeit zum Brunnen, die eigentlich völlig ungewöhnlich ist. Das würde man nicht machen. Man würde nicht in der sengenden Mittagshitze, brütend heiß, zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen. Da würde man andere Zeiten wählen. Aber diese Frau geht um 12 Uhr mittags. Und ich glaube, auch wenn wir den Text weiter lesen werden, dass diese Frau dorthin gegangen ist, um anderen Menschen aus dem Weg zu gehen. Die wollte niemand anderes sehen. Und das hat seine Gründe gehabt. Ich glaube auch, und das sehen wir bestätigt, wenn wir den Text weiterlesen, ich glaube, dass sie im Ort nicht sehr geachtet war, dass die Leute geringschätzig über sie geredet haben, sie mit ihren Blicken angeschaut haben und verachtet haben. Diese Frau ging jeden Tag, wo sie Wasser geholt hat, zu der Zeit, wo garantiert niemand am Brunnen ist.
Und wenn man darüber nachdenkt, ist es so paradox. Diese Frau, die geht im hellsten Tageslicht zum Brunnen, weil sie das Licht scheut. Weil sie die Konfrontation scheut mit dem, was eigentlich in ihr drin ist. Mit der Problematik, die in ihrem Leben ist. Schon paradox, oder? Und ich frage dich mal, kennst du das? Dass du Dingen und anderen Menschen aus dem Weg gehst? Dass du unbequemen Wahrheiten ausweichst? Deine Routine gemacht hast, wie du anderen Menschen aus dem Weg gehst, nur dass sie nicht fragen, wie geht's dir? Oder dich auf irgendwas ansprechen könnten? Kennst du das, dass man Begegnung meidet, dass niemand die Dunkelheit oder die Schatten in mir ansprechen kann? Wir können auch in der Gemeinde einsam leben. Und wir können in unserem Leben auch solche Gewohnheiten aufbauen, wo wir anderen Menschen oder Situationen bewusst aus dem Weg gehen, um nicht konfrontiert zu werden damit. Und jetzt sitzt da dieser fremde Mann. Und ich kann mir das vorstellen, könnt ihr euch das vorstellen? Die Frau sitzt, geht zum Brunnen wie jeden Tag und denkt, ich hole mein Wasser und dann verschwinde ich wieder. Und ausgerechnet jetzt an diesem Tag sitzt da ein fremder Mann. Und wenn es nicht schon genug gewesen wäre, dieser fremde Mann spricht sie an und will etwas von ihr. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Und ich weiß nicht, ob ihr das rausfühlen könnt, aber ich habe gestutzt. Sascha kennt die Stelle auch sehr gut. Aber für mich war das plötzlich, wo ich die Stelle gelesen habe, wie eine Offenbarung. Ich habe gedacht, hä? Bitte gib mir zu trinken, sagt Jesus. Das hat irgendwie mein theologisches System kurz geflasht. Denn ich habe immer gedacht, es ist doch so, wir kommen zu Jesus und das predigen wir auch oft, weil wir bedürftig sind, und weil wir erkennen, dass er etwas ändern könnte, oder wir haben mindestens die Hoffnung, dass er was ändern könnte, und wir bitten ihn. Richtig? Habt ihr das auch gedacht schon? Ja? Aber hier, merkwürdigerweise, ist es anders. Jesus bittet sie, diese Frau. Diese Frau, die von anderen abgelehnt wird, diese Frau, die unter Verachtung leidet, diese Frau, die andere meidet und aus dem Weg geht, diese Frau, die innerlich so arm ist an Leben. Und ich habe gedacht, kann es sein, dass wir manchmal in unserem Leben an Jesus vorbeigehen, weil er durch andere Menschen oder durch Umstände wie mit einer Frage in unser Leben kommt. Der fleischgewordene Gott, Hammer, ist sich nicht zu schade, um etwas zu bitten. Jesus, der Sohn Gottes, ist sich nicht zu schade, um etwas zu bitten. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, warum er das gemacht hat. Das ist meine Erklärung oder Deutung. Er schafft mit dieser Bitte eine Position der Gleichwertigkeit. Und jetzt, wenn jemand gleichwertig sich fühlt, nicht oben unten, dann ist es viel leichter, dass ich mein Inneres offenbaren kann. Es ist viel leichter, dass ich sagen kann, das ist die Sache bei mir.
Es ist viel leichter, dass sie sich ihren Sehnsüchten, ihren Wünschen, ihrem Mangel stellen kann, weil Jesus ihr auf dieser Ebene der Gleichwertigkeit begegnet. Ist das nicht ein Hammer? Das ist für uns Seelsorger so eine wichtige Lektion. Auch wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es ist so tragisch, wenn wir andere Menschen gleich schnell unsere Ratschläge überbraten und gleich sagen, das ist nicht richtig und das ist falsch und da müsstest du doch als guter Christ und so weiter. Es ist nicht die Position der Gleichwertigkeit, sondern oben und unten. Und das unten, das kannte die Frau schon. Jesus sagte, bitte gib mir zu trinken. Und vielleicht fragt dich Jesus heute Morgen genau dieselbe Frage. Du, der du hier sitzt oder zuhörst und du sagst, ich bin so scheiße. Ich bin so ein schlechter Christ. Ich habe so ein schlechtes Leben auch. Andere sind glücklich, ich Leben, Licht, Liebe, ich bin so alleine. Was kann ich geben? Und seht ihr, da ist der Fehler schon drin. Jesus kommt, interessanterweise, und sagt nicht, ach, du hast so gar nichts zu geben, sondern diese Frau, die es von sich gedacht hat, ich habe so wenig zu geben, zu ihr kommt und sagt, gib mir zu trinken. Der erste Schritt raus aus der Dunkelheit, der erste Schritt raus zum Leben, zum Licht und zur Liebe ist der, wenn die Frage in dein Leben kommt, dass du etwas für jemand anders tun kannst oder für Jesus tun kannst, tu es. Amen. Johannes 4, 9 bis 10. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Für mich ist interessant, dass Jesus diese Frau durch seine Bitte richtig in Bewegung bringt. Raus aus ihrem Rückzug, raus aus dem Gefängnis, raus aus der Minderwertigkeit und der unerfüllten Sehnsüchte. Und das erste Mal wird sie mit ihren eigenen Sehnsüchten wieder konfrontiert. Das, was sie, diesen Hunger nach diesem Leben, nach diesem lebendigen Wasser, die wusste schon, von was Jesus redet. Aber wenn Jesus anders gekommen wäre am Anfang und hätte gesagt, weißt du Frau, du hast ein Männerproblem und du hast ein Ablehnungsproblem und guck mal, warum du um 12 Uhr am Brunnen rumhängst, hast auch noch ein Gemeinschaftsproblem. Wenn Jesus so gekommen wäre, diese Frau hätte sich nicht geöffnet, niemals, oder? Wie genial ist Jesus, oder? Wenn du wüsstest, welche Gabe Gottes für dich bereithält und wer der ist, zu dir sagt. Wisst ihr, als Christen wissen wir das. Wir wissen eigentlich doch, wer Gott ist. Wir wissen sogar, was er für uns hat. Und trotzdem auch wieder die provozierende Frage, wenn du das doch so weißt, wer Gott ist, wenn du es doch so weißt, was er dir geben möchte, warum ist dann so wenig Leben in dir? Warum ist so wenig Licht da manchmal? Warum ist so wenig Liebe da? Wenn du es weißt, bittest du ihn wirklich und bist du bereit, alles zu tun dafür? Ich meine nicht, dass du das erarbeitest, sondern alles. Manchmal sind Leute geistig und sagen, ich bringe es doch alles Jesus. Aber wisst ihr was? Diese Frau war einem Mann gegenüber, einem Menschen gegenüber, auch wenn er natürlich Jesus war und Gottes Sohn war. Manchmal ist der Schritt aus der Finsternis raus, aus dem Schatten raus,
der, dass wir uns einem Menschen offenbaren, der an Jesus glaubt. Dass wir reden, dass wir sagen, ich bin ehrlich, dieses Leben spüre ich nicht viel im Moment. Ich bin ehrlich, diese Liebe fehlt mir. Ich bin ehrlich, mir fehlt das alles. Versteht ihr? Aber um ehrlich so zu reden, und das ist für uns alles so, das wird nie aus dieser Oben-Unten-Position gehen. Es wird dann sein, wenn du Menschen begegnest, die dich gleichwertig sehen, die dich nicht aburteilen und so weiter. Johannes 4, 15 bis 19, geben Gas. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nie mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Und jetzt kommt das, was auch dazu gehört. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Da hast du richtig gesagt. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Es gibt kein Licht und kein Leben und keine Liebe ohne Konfrontation mit der eigenen Dunkelheit. Wenn ich Jesus wirklich um dieses lebendige Wasser bitte, dann geht es nicht anders, als dass er meine dunklen Flecke mit Wahrheit konfrontieren kann. Und das Dumme ist, manche Menschen, die machen diesen entscheidenden Schritt Richtung Glauben eben deswegen nicht. Sie denken, ja, ich glaube irgendwo, dass Jesus mir helfen könnte. Aber sie machen den Schritt nicht, weil sie wissen, wenn ich das tue, dann hat es immer eine Konsequenz für mein Leben. Wenn du an deiner Lüge festhalten willst, wenn du an deinem Mangel festhalten willst, dann hältst du fest, du entscheidest es. Das ist ganz wichtig. Aber Jesus, achte wieder drauf, er konfrontiert sie mit dieser Wahrheit nicht am Anfang, sondern erst, nachdem die Tür geöffnet war. Und diese Frau, wenn jemand das oberflächlich denkt, die war jetzt nicht eine unmoralische Frau. Die hatte kein moralisches Problem, sondern für eine Frau war es damals unmöglich, sich scheiden zu lassen. Geschieden haben sich Männer von Frauen, nicht die Frauen von Männern. Das bedeutet, diese Frau hat es 5-mal erlebt, dass sie verlassen wurde. 5-mal, wenn nicht einer davon gestorben ist. Ja. Aber sie hat 5-mal den Verlust erlebt. Sie hat 5-mal erlebt, wie sich das anfühlt, einsam zu sein, verlassen und ohne Versorgung, weil es gab ja keine Sozialsysteme. Und der jetzige Mann, traurigerweise, der hat es nicht mal für nötig geachtet, sie noch zu heiraten. Weil sie irgendwas von irgendwas leben musste, hat sie sich an ihn gehängt. Das war in ihr drin. Und die Menschen in der Stadt Sychar, wie sie kannten, könnt ihr euch vorstellen, das ist eben nicht anders heute, wie die dann geredet haben. Guckt da die Frau an. 5 Männer gehabt. Guck mal jetzt, lebt unmoralisch mit irgendjemand zusammen. Keine Nachfrage, nur Gerede. Die Blicke, kennt ihr das, Blicke? Wo du genau weißt, die Leute, die dich anschauen, verachten dich. Ich zitiere aus dem Buch die wichtige Stelle. Man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, seinen innersten Durst auf die Spur zu kommen. Hast du Durst? Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, müssen wir uns
mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen, mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten und mit unserem ungelebten Leben. Ungelebtes Leben. Lebst du? Lebst du? Und wie viel Leben ist ungelebt davon? Die Möglichkeiten verpasst, nicht wahrgenommen aus Angst oder aus Minderwertigkeit. Das ist das größte Problem all jener, die sich zutiefst nach mehr Licht, mehr Liebe und Leben sehnen, dass sie oftmals nicht bereit sind, über die Dunkelheit, über das Abgestorbene oder über die fehlende Liebe in ihrem Leben nachzudenken. Das ist, der Vergleich ist stark, wie wenn ich zum Arzt gehe und sage, heilen Sie mich bitte, aber beschäftigen wir uns bitte nicht mit meiner Krankheit. Zum Schluss kommend, wisst ihr, was das Schlimme an Weihnachten ist, das Tragische? Warum Menschen Weihnachten ablehnen, ist nicht, weil sie Jesus ablehnen, sondern jemand hat es mal so ausgedrückt, hat gesagt, Weihnachten, das Äußerliche von Weihnachten, Kerzenschein und alles, ich bin nicht gegen das, aber bitte, das Äußere von Weihnachten, das wird manchmal wie so ein Zuckerguss auf unser bitteres Leben drüber geschüttet. Und wisst ihr, ich kann einen Kuchen, der total schrecklich schmeckt, ein Kuchen, der total verbrannt ist und versalzen wäre, weil ich Salz und Zucker verwechselt habe, kann ich durch eine Glasur wunderschön nach außen scheinen lassen. Aber das Entscheidende, warum die Leute sagen, Weihnachten hat keine Kraft mehr in dieser Zeit, ist, weil sie zu viele Menschen erleben, die das Äußere drüber gießen wie den Zuckerguss und sie wissen genau, wenn sie den Kuchen anschneiden und probieren, das ist ja schrecklich. Was würden Sie denn sehen, wenn wir den Zuckerguss über unserem, über deinem und meinem Leben wegnehmen? Was würden Sie sehen? Was würden Sie schmecken an unserem Leben? Amen. Letzte Bibelstelle. Johannes 4, Vers 28. Der Schluss von der Geschichte, wir machen einen Riesensprung. Auch hier. Achte auf die Details. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Wir haben am Anfang von Wunder gesprochen, richtig? Kann Gott Wunder tun? Amen. Wisst ihr was? Das ist ein Megahammer, was hier steht. Die Frau lässt den Krug stehen. Ein Bild für mich, dass sie ihre Routine unterbricht. Sie lässt das stehen und hey, über... Das ist dieselbe Frau. Wir reden von derselben Frau, die um 12 Uhr mitgeht, damit sie niemandem begegnet. Was macht denn diese Frau jetzt, wo das Licht in ihr Leben gekommen ist? Die rennt in die Stadt, die rennt ins Dorf. Und was macht diese Frau, die mit niemand reden wollte? Was macht die? Was steht hier? Die kann immer aufhören. Die kann immer aufhören. Versteht, seht ihr, was ein Wunder da geschehen ist? Diese Frau, die so viel Dunkelheit in ihrem Leben gehabt hat, die Angst gehabt hat, die sich zurückgezogen hat, rennt an den Ort ihrer größten Ablehnung und Furcht. Wenn das kein Wunder ist. Und diese Frau predigt das Evangelium, redet von ihrem Inneren, sagt, hey, der hat alles gesagt, was ich getan habe, wer würde denn von euch auf den Marktplatz von Kaiserslautern gehen und sagen, hey, mir ist gerade Jesus begegnet, der hat mir gesagt, alles was in meinem Leben ist. Die wollte das verbergen früher. Guck mal, was eine Veränderung. Ist das ermutigend? Ich glaube absolut, oder?
Lass uns Weihnachten neu feiern. Neu feiern, stelle dich, o Christ und o Zuhörer oder Zuschauer heute, stelle dich dieser Frage. Wie sieht es mit dem Licht? Wie sieht es mit dem echten Leben in dir aus? Wie sieht es mit Liebe aus? Bist du gesättigt? Bist du ein Licht für andere? Oder sagst du, ich habe es im Moment, boah, kämpfe ich so. Lass uns mal aufstehen. Du kannst jetzt hier rausgehen. Ich bin jetzt unbequem. Du kannst jetzt hier rausgehen und sagen, wow, nette Predigt. Wow, schöne Predigt. Aber ich möchte dir einen kurzen Moment dir und mir geben. Es ist egal, was dein Nachbar macht. Es geht auch nicht, was ihr macht. Ich muss mich dem selber stellen. Frag dich einen kurzen Moment vor Gott. Lebe ich das Leben, was er für mich hat? Oder ist es an vielen Stellen gelebt, nicht wahrgenommen? Habe ich diese Liebe? Bin ich geliebt? Bin ich so im Balance mit mir innen drin? Bin ich versöhnt? Habe ich so Konflikte, Reibereien, ungelöste Dinge, vor denen ich wegrenne und meide und mich verstecke, um es nicht anzugehen? Oder bin ich auch jemand, der im Moment alles andere wie Licht ist? Die Welt ist schon verrückt genug, die rennen alle in alle Richtungen und die Meinungen werden immer verrückter und polarisierter. Und wie wichtig wäre es, dass du einen Durchblick hast, eine Ruhe hast, wo du sagst, hey, ich weiß, wo der Weg lang geht, oder? Stellen wir uns mal vor dem Angesicht Gottes einen kurzen Moment der persönlichen Frage und dann denke, was die Frau gemacht hat. Wenn du wüsstest, wer der ist, der zu dir spricht. Und wenn du wüsstest von der Gabe Gottes, die er für dich hat, das Geschenk Gottes, was er für dich hat, du würdest ihn bitten. Dann lasst uns ihn bitten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater im Himmel, wir sehen in dieser Geschichte von der samaritischen Frau, genial, wie du, Jesus, bist nicht gekommen für fromme, religiöse, philosophische Worte. Du bist gekommen, das Licht, etwas Greifbares, Spürbares, Erlebbares für uns ist. Du bist gekommen, dass Leben etwas ist, wo wir aus der Fülle schöpfen können. Trotz aller Herausforderungen, trotz all unserer Kämpfe, die wir trotzdem noch haben, die hast du auch gehabt, Jesus. Und trotzdem bist du nicht frustriert aus dieser Welt ausgeschieden. Du bist nicht gegangen und warst depressiv oder irgendetwas enttäuscht. Du hast deine Jünger, die dich sogar verraten haben, noch bis zum Ende geliebt, steht in der Schrift. Und Herr, heute stehen wir vor dir. Wir sind es leid, Zuckerguss auf unser Leben zu machen, dass andere sagen, was ein toller Christ, was eine tolle Christin, was ein toller Leiter, was ein toller Pastor. Am Ende zählt, wenn wir in den Kuchen beißen, wenn wir den Geschmack schmecken. Und das werden Menschen draußen schnell wahrnehmen, ob das nur Zuckerguss ist und der Inhalt bitter und nicht genießbar richtig. Und Herr, mich sehnt es selber nach diesem Wort, das wir gelesen haben, wir sind das Licht. Das ist so unglaublich. Wir bringen Leben, wir bringen Liebe in diese Welt. Und dann hilf uns gerade in diesen schrägen Zeiten, Herr, wo uns
alles, wo wir uns leben lassen an vielen Stellen auch, Herr. Das möchte ich auch sagen, Herr. Wo wir uns so leben lassen und bestimmen lassen, Herr. Hilf uns, den Durchblick zu haben, was der richtige Weg ist. Das Richtige zu tun. Und vor allen Dingen für andere Menschen da zu sein. Uns nicht auf uns selbst zurückzuziehen. Unsere Haut, unser Schutz, unsere Sache. Sondern Herr, ich bitte dich in dieser Zeit von Advent, lass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Ich bitte dich, Gott, lass Familienangehörige, die dich nicht kennen, zu dir kommen. Ich bitte dich, Jesus, lass uns unsere Feigheit verlieren und mutig Zeugnis zu geben und keine Ausreden zu gebrauchen, auch nicht Corona, Herr. Im Namen Jesus danke ich dir. Amen. Amen. Und wenn du heute hier bist und du nimm Platz,